Hallo und herzlich willkommen hier bei Judgment Apokalypse Survival Simulation. Ja, das ist eine kleine Survival-Simulation hier. Das wird auf meinem Kanal aber wahrscheinlich eher unter Basebild laufen. Vielleicht werde ich die Playlist aber auch unter beidem laufen lassen. Das müssen wir mal schauen. Ich habe es selbst noch nie gespielt. Ich habe mir das Spiel gerade runtergeladen. Ich habe es mir aber schon mal angeschaut bei anderen Let's Player. Das ist nicht mehr im Early Access, das ist schon eine Weile draußen, Version 1.1.4154. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Wir werden wahrscheinlich auf locker spielen. Ja, locker. Ja, wir machen mal auf nachsichtig. Tutorial lassen wir uns natürlich anzeigen. So, was für ein Kartenstartwert machen wir denn? Da würde ich gerne einen eigenen eingeben, damit die Leute das nachvollziehen können. Welches Datum haben wir denn heute überhaupt? Wir haben den 29.10.2019. Das heißt, hier könnt ihr einen Kartenstartwert eingeben. Da habt ihr die gleiche Karte, falls ihr das so nachspielen wollt. Und jetzt schauen wir uns das erstmal an hier. Wir haben hier eine Hexe. Kann man die durchwürfeln oder ist das... Ist das fix? Nee, man kann den Namen ändern. Ach doch, hier neben kann man rollen. Alles klar. Ja, ich würde sagen, wir lassen das einfach alles auf Standard, oder? Ritualgeschwindigkeit, okkulte Forschungsgeschwindigkeit, dunkle Waffenschaden. Fähigkeit Fluch, Reichweite 10, Ziele Gegner, Dauer 10, Genauigkeit minus 50%, Angriffsgeschwindigkeit minus 50%. Bodybuilder, Gesundheit, Energie und Ernährung plus. Alienentführter, Ritualgeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit, Nahkampfgenauigkeit und Ausweichen erhöht. Docker, Bewegungsgeschwindigkeit 10%, Energie 10%, Arbeitsgeschwindigkeit 10%, Nahkampfschaden 10%. Hackgeschwindigkeit, Gesundheit minus 10, Energie minus 10. Sagen wir rollen hier mal. Leibwächter. Laborassistent. Handwerker. Gesundheit. Handwerker. Fähigkeit umschlingen, Flächenschaden 2, Reichweite 7, Zielfeld. Ja, ich habe keine Ahnung, was uns die Sachen bringen. Das werden wir gemeinsam herausfinden. Kampfsportler. Kampfsportler kann nicht ausweichen. Und ist nicht genau und ist langsam. Das ist ja, das ist schon mal sehr unwahrscheinlich als Kampfsportler, würde ich sagen. Ja, wofür entscheiden wir uns denn? Will hier eigentlich auch nicht so lange verbringen. Bewegungsgeschwindigkeit ist langsamer. Aber ist gut im Feld, aber ich glaube, wir lassen das einfach mal so und schauen mal, was uns erwartet hier in dem Spiel. It was one of your monthly camping trips, escaping the daily routine, drinking beers and telling jokes.
All of a sudden, two terrified hunters come running out of the dark, screaming at you to hide. You hear loud growling noises from the woods behind them. Out of the trees appears the creature, a beast like nothing you've ever seen before, straight out of a horror tale. It catches up with the hunters, and they turn to fight. Ja, das war ein kleines Intro. Schauen wir mal. Während eure kleine Gruppe sich rasch zwischen den Bäumen versteckt, überprüfen die beiden Jäger ein letztes Mal ihre Waffen. Jammer, was steht da? Also, ich stand solchen Monstern noch nie gegenüber, aber sie sind trotz allem Veterane im Kampf und verfügen über jahrelanges Training. Ihre Instinkte kommen schnell zum Vorschein. Linksklicke, um Überlebende auszuwählen, und dann rechtsklicke dann, um ihm Befehle zu erzählen. Kämpfe laufen in Echtzeit ab, aber du kannst das Spiel pausieren und Befehle erteilen. Solange es pausiert ist, drücke die Leertaste, um das Spiel schnell zu pausieren und es wieder fortzusetzen. Töte die Kreaturen. Dann schauen wir uns das doch mal an. Jagdgewehr, Jägerrüstung, Voodoo-Puppe. Kann genutzt werden, um einen Gegner zu verfluchen. Splittergranate, Katana. So, der soll ein bisschen verteidigen hier. Also ich würde mal sagen, das Jagdgewehr hat es richtig drauf. Sowas brauchen wir auf jeden Fall. Die Jäger hören, wie sich mehrere Kreaturen aus dem Wald auf sie zubewegen. Atemlos und verängstigt bereiten sie sich auch vor, sich gegen die weitere Welle zu verteidigen. Diese Kreaturen können aus der Ferne angreifen. Sich hinter Dingen wie den alten Autowrack in der Nähe zu ducken und in Deckung zu gehen, kann erhöhten Schutz vor Angriffen aus der Ferne bieten und zudem die Genauigkeit erhöhen. Die Jäger haben Fähigkeiten und Ausrüstung, die ihnen besondere Fähigkeiten im Kampf bietet. Wenn ein Überlebender ausgewählt ist, werden seine aktiven Fähigkeiten oben auf dem Bildschirm angezeigt. Fahre mit der Maus darüber, um zu erfahren, was die jeweilige Fähigkeit bewirkt. Dann schauen wir mal. Du gehst mal dahin. Deckung. Das sind die Fähigkeiten hier. Wut. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Heilen. Fluch, fokussierter Schuss, Genauigkeit plus 60. Der hat auch Jägerinstinkt. Granate, verschwinden, eilen, beschütze und sprinten. Schauen wir uns das mal an. So, du da machst mal. Was machst du denn? Du kannst mal deinen Jägerinstinkt aktivieren. So. Der hier. Dann macht man da erstmal eine Handgranate hin. Kommt er wieder zurück, der ist nämlich fast tot hier. Jeremiah, der ein Schwert trägt, eignet sich gut zur Verteidigung an der Front, während sich Chandler mit seinem Jagdgewehr besser im Fernkampf ist. Überlebende mit Fernkampfwaffen verlieren sowohl an Angriff als auch an Verteidigung, wenn sie Gegner angreifen, die sich in ihrer Nähe befinden. Behaltet Chandler
Chandler hinter Jemiah. Mehr Kreaturen kommen. Die Jäger werden von all ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten Gebrauch machen müssen, wenn sie überleben wollen. Ja, wollen sie überleben? Wahrscheinlich, ne? Wildhunde, Succubus, Geist. So, du kannst erstmal Zielverbündete, das heißt, du kannst heilen. Ja, versteckt er sich wieder? Kann er erstmal schnell verschwinden? So, das haben wir geschafft. The strange creatures lie dead. What were those things? They look like demons straight out of a horror film. But it's not over. You hear more growling sounds from the dark woods. More of the menacing creatures come swarming into the clearing. The hunters are surrounded and yell at you to run. You waste no time and do as they say. You climb a small hill that affords a clear view of the nearby town. It is already burning. You can hear the sound of growling and panicked screams carried across the wind. The creatures are everywhere. Going back is not an option. You decide to move away from the town, deeper into the woods. You find a remote clearing where you decide to regroup and try to figure out what just happened. Ja, der Kampf eben hat mich schon ein bisschen an XCOM erinnert. Ihr braucht jetzt eine Pause, da die Flucht vor diesen Dingern euch erschöpft und mit Prellungen gezeichnet hat. Ihr scheint jetzt in Sicherheit zu sein. Doch ihr könnt noch immer die vereinzelte Explosion aus der Stadt hören, die ihr hinter euch gelassen habt. Ihr seid verstört und doch froh, dass ihr den Angriff überlebt habt. Es wird sicher nur eine Frage der Zeit sein, bis die Regierung die Bomber schickt, um sich um diese Kreaturen zu kümmern. Aber in der Zwischenzeit ist es zu gefährlich, in die Stadt zurückzukehren. Ihr werdet euch für eine Weile allein in den Wäldern durchschlagen müssen. Es ist nicht mal mehr eine Handvoll von euch am Leben und die Gruppe muss sich an eine Art Unterschlupf bauen, um eine Chance zu haben, so lange zu überleben, bis sie gerettet werden. Baue eine Blockhütte, einen Brunnen, einen Esstisch und ein Bett. Ja, ich befürchte, die Regierung wird nicht kommen mit ihren Bombern. So, wir pausieren mal das Spiel und schauen uns mal unseren Kartenausschnitt hier an. Soweit ich weiß, ist dieser Kartenausschnitt nur für die Base gedacht und es gibt hier noch eine Weltkarte. Oha. Also, wir können Einsatzteams zusammenstellen. Aber jetzt machen wir uns erstmal an den Basisbau. Da wäre ich fast gewillt, die hier schon mal reinzubauen, weil hier scheinen wir erstmal alles zu haben, was wir brauchen. Was ist das hier? Metall, Diamanten. Schutt kann man nach Schrott und Medizin durchsuchen. Steine haben wir unten.
jetzt noch mehr Schutt. Ja, da wollen wir doch erstmal schauen. Gebäude. Um Bauaufgaben zu erstellen, wähle ein Objekt, dann einen Ort zum Platzieren. Manche Objekte können mit Komma- oder Punkttasten gedreht werden. Um mehrere gleiche Objekte zu bauen, halte beim Platzieren die Shift-Taste gedrückt. Manche Objekte können gezogen werden, um einen ganzen Bereich auszufüllen. Einige Objekte können nur an bestimmten Orten gebaut werden, wie etwa Minen, die auf Ressourcen gebaut werden, oder Betten, die nur in Innenräumen gebaut werden können. Verfügbare Positionen werden beim Platzieren des Gebäudes hervorgehoben. Ich würde sagen, wir machen gleich eine große Blockhütte. Steinpfad, Dekoration. Du dachtest, wir würden schneller gehen, aber nein. Schade. Blumenbeet, auch Dekoration. Wo Bäume können wir nachpflanzen? Brunnen müssen wir noch bauen. Werkbank, Bett, Esstisch. So, wir machen uns erstmal eine große Blockhütte. Setzen wir die hin. Ich glaube, die setzen wir mal hier hin. Lass mal einen frei zum Wald. Ausrad rein und rauszoomen, ist klar, denke ich. Ist ja meist der Fall. So, wie können wir denn jetzt Aufgaben erstellen? Bäume fällen. Wir sollen uns hier ja ein bisschen Holz sammeln. Ich mache mal nicht allzu viel erstmal. Und dann können wir noch Steine abbauen ein bisschen. Oh, dann können wir die Zeit erstmal vorlaufen lassen. Brunnen brauchen wir. Können wir eigentlich mal neben die Blockhütte packen. So, jetzt sollen wir bauen. Wir sollen ein Bett bauen. Und wir sollen einen Esstisch bauen. Können hier noch Prioritäten festlegen. Na, das ist wunderbar. Da ziehen wir erstmal alles das nach vorne, wo die Boni drauf haben. Die hat auch fast alles 10% hier. Da würde ich aber... Oh. Bewirtschaften lernen. Es gibt reichlich Fragen in Bezug auf die Dämonen. Einige in der Gruppe sind überzeugt, dass sie schon bald im Besitz eurer Seelen sein werden. Und andere glauben, sie könnten sich irgendwie mit den Dämonen treffen und austauschen, um zu verstehen, was sie wollen. In der Zwischenzeit wird es ein wesentliches Problem sein, Nahrung zu finden. Deswegen müsst ihr die Grundlagen der Agrarkultur, soll das wahrscheinlich heißen, erlernen, um eure eigene Nahrung anzubauen. Ihr müsst Informationen sammeln und mit den verfügbaren Vorräten Experimente durchführen. Baue einen Experimentiertisch und erforsche Landwirtschaft. Dann halten wir mal kurz an. Wir gehen mal auf Prioritäten. Hier würde ich Wasser holen tatsächlich nach vorne ziehen. So, der kann am besten Holz fällen. Wasser holen, abbauen, fördern, durchsuchen. Die hat überall 10%, das lassen wir so. Und die kann eigentlich nur gut am Bauernhof arbeiten. Achso, damit wird nur nach oben geholt, wenn man jemanden sucht, der irgendwas ganz besonders gut kann, ja. Ja. Dann lassen wir es erstmal so stehen. Aufgaben, Prioritäten haben wir verteilt. Ja, wenn ihr hier gerne im Spiel dabei sein wollt, das machen wir bei Oxygen Not Included. Ihr könnt mir erst in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir mal schauen, dass wir euch hier in der Kolonie unterbringen können. Soweit ich weiß, kann man auch noch mehr Kolonisten befreien im Laufe der Zeit. Experimentiertisch.
Und hier kann man jetzt forschen, ja. Durch Forschung kannst du neue Bau- und Handwerksoptionen freischalten. Es stehen mehrere Forschungskategorien zur Auswahl. Das Freischalten durch Forschung kostet Forschungspunkte, die erzeugt werden, wenn Überlebende am Experimentiertisch oder in der okkulten Bibliothek experimentieren. Einige zentrale Forschungsgegenstände benötigen spezielle Forschungsmaterial, die nur in Plünderungsmissionen beschafft werden können. Diese sind sehr häufig in Stadtbiomen zu finden. Research Materials, Research Kit. So, wir sollen Landwirtschaft erforschen. Dafür brauchen wir 5 Forschungspunkte. Und ich pausiere mal das Spiel. Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Da wir bei Infectinator noch keine Umfragebeteiligung hatten, als ob wir neu anfangen sollen oder nicht, wird das jetzt erstmal unser Ersatz für Infectinator. Und schreibt mir fleißig Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.